sind on air. On air. Hallo liebe Nosy Rosies. Hallo. Es ist wieder Samstag. Yay. Ich bin Lisa. Ich bin Shanti. Hey. Und nachdem wir ja letzte Woche über Jugendtreff versus Internet. Genau. Und wie man sich denn wo kennenlernen kann, als Thema hatten. Und wir euch ja als Tipp mitgegeben haben, dass ihr darauf achten sollt, im Real Life einfach euch ein bisschen umzuschauen. Vielleicht habt ihr euch gefragt, worauf müssen wir denn überhaupt achten? Also wie sehe ich denn, ob jemand homosexuell ist? Wie trainiere ich meinen Gaydar? Das wollen wir jetzt thematisieren. Woran erkennt man denn eigentlich Lesben? Okay, das Ding ist, wir würden gerne jetzt so ein paar Faktoren sammeln für euch. Seien es irgendwie kurze Fingernägel bei Lesben. Ding, 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 ding. Nicht alle Frauen mit kurzen Fingernägeln sind lesbisch. Nein. Ich glaube aber, das trifft auf alle Sachen zu. Genau, genau. Also wir haben ja auch eine Bekannte, wo irgendwie die von ihrer Erscheinung her eher buschikos ist und auch eher, ja, oh, sagen wir, eine wenig weibliche Ausstrahlung hat, die aber glücklich mit einem Mann zusammenlebt. Also der Gay da so ein bisschen angesprungen ist, sagen, ah, wer weiß, obwohl es halt gar nicht der Fall ist. Ja. Es ist ganz oft so ein Gefühl, dass man hat einer bestimmten der Person gegenüber. Ja, dass man jemanden sieht und denkt, ah, wer weiß. Ja, ich habe das ganz oft, so die Art, wie Frau sich bewegt. Da habe ich vorhin noch dran gedacht, der Gang. Ja, der Gang. Der Gang macht ganz oft so ein bisschen was aus. Also das ist einmal das Gehen, aber ich finde auch wie Frau ihre Hände benutzt. Ja. Man sagt Lesben das oft nach, dass sie mehr gestikulieren, dass sie ihre Hände mehr benutzen. Es gibt bestimmt auch hetero Frauen, die das tun, aber es ist schon, mir ist das schon auch aufgefallen. Ja. Fahrradfahren. Die Fahrradfahren. Lesbische Frauen auf dem Fahrrad und hetero Frauen auf dem Fahrrad. Also hetero Frauen fahren oft eher so. Ah, okay. Natürlich nicht alle. Man muss ja mal. Vielleicht Lesben fahren, glaube ich, auch öfter, noch öfter Herrenfahrräder als Heteras. Ja, ich glaube, dadurch, dass man homosexuell ist, werden viele Verhaltens- oder vermeintlich typische Verhaltensmuster von Frauen und Männern eher nochmal überdacht. Ja. Also dem natürlichen Platz gegeben. Passt sich vielleicht einfach weniger dem an, was das eigene Geschlecht eigentlich je nachdem vorlebt oder was man meint, was das eigene Geschlecht eigentlich tun sollte. Kurze Haare, ja. Wobei ich immer finde, es ist so eine Sache, weil es gibt einfach auch Lesben, die lange Haare haben und es gibt also so Femmes, Lipstick-Lesbians, die einfach, glaube ich, so vom ersten äußerlichen Erscheinungsbild für Heteros vielleicht gar nicht so lesbisch aussehen. Ich glaube, und bei den Frauen macht es sich, glaube ich, durch viel, viel mehr Details dann bemerkbar. Gerade diese Femmes und Lipstick-Lesbians, die sonst optisch so gar nicht lesbisch aussehen, dafür umso burschikoser äußern, ihrer Art zu sprechen, dann vielleicht eher ein bisschen maskuliner wirken. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Durch Videos, YouTube-Videos von Lesben. Können wir ein Video machen über diese Begriffe, auch wenn es das schon 20.000 Mal gab. Ich finde, das wird nie langweilig. Ja. Jetzt bei Männern. Warum springt der Gaydar bei vermeintlich schwulen Männern an? Weiche Art. Ja. So ein bisschen dieser femininere. Ja, also dass sie ihre. Ich meine, jeder Mann hat auch eine feminine Seite. Aber ich glaube, homosexuelle Männer geben dem vielleicht auch nicht alle, aber ein bisschen mehr Raum. Ja. Ich glaube, viele, mal von den Bären abgesehen. Was waren die Bären? Mal zurück zu unserem Queer-Quiz-Video. Genau. Dass da auch viel Wert oder dass viele schwule Männer auch viel Wert auf ihr Äußeres legen. Ja. Modebewusst sind. Oder körperbewusster sind. Also sich mehr ein bisschen zum Ausdruck bringen. Kleidung
Es gibt natürlich unheimlich modebewusste Heteromänner, gar keine Frage. Vielleicht sind manche schwule Männer etwas extrovertierter, was ihren Kleidungsstil angeht. Das heißt modebewusst und vielleicht sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Also schon mal eher bereit, auch im Styling so einen Schritt weiter zu gehen. Richtung Haute Couture. Ich glaube, im Gegensatz dazu gibt es mehr lesbische Frauen als heterosexuelle Frauen, wo der Kleidungsstil eher sekundär ist. Also so dieses sportliche... Lesben benutzen ihre Hosentaschen. Ja! Das ist definitiv, Lesben benutzen ihre Hosentaschen, ja. Hetero-Frauen nicht. Ich meine, klar, dieses Abchecken, also ich glaube, wenn sich lesbische Frauen begegnen, ja, auch wenn es nicht sofort, also wenn nicht alle Merkmale erfüllt sind, aber der Blick, ja, den man dann vielleicht hat, ohne dass es irgendwie eine Anmache wäre von irgendeiner Seite. Die Art, wie man sich dann wie anguckt. Wie man sich anguckt, genau. Ja. Sagt ganz viel aus. Wenn ihr euch nicht sicher seid und ich finde, da kann man ganz viel durch den Blick einfach erfahren. Die Person einfach mal anschauen und dabei denken, ich weiß, dass du lesbisch bist. Einfach mal denken, auch wenn du es gar nicht weißt. Ja. Die Art, wie die Person zurückguckt. Eine hetero Frau guckt dann irgendwie zwar vielleicht nett lächelnd zurück, aber da kommt überhaupt nichts. Mhm. Und eine lesbische Frau guckt zurück und denkt dabei, ich weiß, dass du lesbisch bist. Und das siehst du am Blick. Ich glaube auch manchmal, in so manchen Situationen, neigen Lesben dazu, sich in einem Nebensatz zu outen, um dann zu gucken, ob das Nebensatz-Outing zurückkommt. Neulich habe ich meine Ex-Freundin in der Stadt getroffen. Oh, die ist lesbisch, oh. Die andere Lesbe weiß, alles klar. Meine Ex habe ich jahrelang schon nicht mehr gesehen. Oder ich war neulich in dem und dem Club in Köln oder so, wo klar ist, das ist ein Lesbenclub. So über so Nebensätze zu klären. Alles klar, ja. Ich weiß Bescheid. Auch gar nicht zur Anmache, einfach nur, um es klar zu haben. Ja. Ne? Ja. So, hier, wir sind am gleichen Ufer, alles klar. Habt ihr irgendwelche Ideen, die wir nicht genannt haben, woran man Lesben erkennt? Oder vielleicht auch an die Männer da draußen. Wie erkennt ihr euch? Ja, definitiv. Das wo sind die Schwulen? Das ist die Erfahrung, genau. Wir haben noch einen kleinen Experten, der sich hier zu uns gekuschelt hat. Yay! Hallo Rafa, ich glaube, du musst ein Stück hochkommen, sonst sieht man dich gar nicht. Denkst du, man merkt irgendwie, dass wir lesbisch sind? Also unabhängig davon, dass wir zusammen sind. So grundsätzlich. Meinst du nicht? Nee. Außer euren Sachen fällt mir da eigentlich gar nichts ein. Den Sachen, die wir schon gesagt haben, ja. Meinst du? Sehr schön. Angedockt. Wir wünschen euch noch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende, ja, eine schöne Woche. Bis nächsten Samstag.